Also, Strafe korrekt, allerdings müsste es aus meiner Sicht 4 gegen 4 heißen. Und Brännström mit dem 1:0, das war ein kurzes Powerplay. Erik Brännström. Das Powerplay auch nicht unbedingt etwas, das besonders effizient bisher war bei Langnau, aber hier sind sie sehr effizient. Ein paar Sekunden, Pulli gewonnen. Hier noch einmal zu sehen. Rübergelegt, Brännström direkt. Unter dem Schoner durch bei Berra. Ihm wurde da die Sicht von Jäcker noch genommen. Trotzdem natürlich sieht er da nicht besonders gut aus, das ist klar. Stolberg vorbeigeschossen, Viktor Stolberg getroffen und Ausgleich, wer war am Ende noch dran, 1:1, war es Cristi Domenico, würde nicht überraschen. Da liegt Stolberg auf dem Eis und gleichzeitig kommt ein Schuss und Di Domenico wieder mit einem Kommentar Richtung Langnauer Bank, ob das wichtig oder nötig war. Hast du mal dahingestellt. Es ist halt Cristi Domenico. Unterhaltung pur. Ja, das war Cristi Domenico mit dem Ablenker vor dem Tor. Und 2 gegen 1 Möglichkeit. Walser links läuft. Bukro mit Bukro. Und dann Pullenhoff von Samuel Walser mit dem Führungstreffer. Da lassen sich die Langnauer überraschen. Etwas zu einfach. Dann Bugros Chance kann noch abgewehrt werden von Pounenovs. Aber das war's schon. Walser, guter Blick hier, Querpass, Bugro. Und dann, deswegen merkt sich danach Julian Schmutz, er erwischt die Scheibe nicht noch einmal zu sehen. Querpass, Bugro mit dem Abschlussversuch. Und dann Walser, der die verwaiste Scheibe Potenzial haben oder einmal gehabt haben, das hilft ja nicht. Noch einmal das Dostojnov jetzt aber! Alexei Dostojnov! Alle guten Dinge sind 2 Versuche. Seine Fähigkeiten, ja nicht angezweifelt habe ich sie, aber schon ein wenig in Frage gestellt. Genau das gleiche Pulli noch einmal und beim zweiten Mal kann Berra die Scheibe nicht mehr kontrollieren. Hier noch einmal Klassiker Pulli Tor. Er verschiebt sich nach links, sieht dann wohl einen Moment lang nicht den Schuss abgebenden Dostojnov. Pascal Berke hier noch entscheidend, der den Pass auch an diese Partie logischerweise. Und das ist das 3:2, Robbie Earl, doch noch Robbie Earl mit dem Tor. Oder war er noch abgelenkt? Nicht ganz sicher. Allerdings Robbie Earl mit dem Abschluss. Aber offiziell ist es Ben Maxwell, der hier trifft. Ja, ganz genau. Ben Maxwell vor dem Tor. Da sind 2 Langnauer allerdings nur. Einer in der Mitte kann es den ersten 3 in dieser Saison zu holen. Im 6. Anlauf Gandersen. Und das ist Ausgleich! Jani Kerren! Ein wenig wie gewonnen, so zerronnen für Langnau. Jani Kerren mit seinem 2. Saisontreffer, der sich schon bestens eingelebt hat bei Gotteron. Hier der Abpraller wegspediert und dann im Nachfassen Herren der Schnellste bei 6:4. Und sein 4. Punkt. Herren, schön in die Mitte gespielt und das ist die Entscheidung rein. Gandersen. Er haut das Ding da rein also. Dinglingling, das 7. Ding gehört Gotteron an diesem heutigen Abend. Schönes Dreieck gespielt, bitter für Langnau hier. So viel Aufwand betrieben, einmal mehr, dann doch nur ein Punkt. Das schlägt auf die Moral, das ist klar. Trotzdem haben sie bewiesen, eigentlich einmal mehr, dass da auch etwas mehr vorhanden wäre. Aber ja, hilft dann halt trotzdem
am Ende wenig und Gottrau kommt einigermaßen gut aus dieser Quarantänepause zurück. Immerhin 2 Punkte sind es am Ende, ein weiterer Sieg. Es bleibt bei einer Niederlage gegen Zürich, ansonsten jetzt also...